Heute bin ich auf einem Spielplatz bei mir ganz in der Nähe. Nur gleich am Anfang vorneweg, ich kann ohne Spotter fliegen, weil ich meine Versicherung bei der DMU habe. Damit bin ich Mitglied im Verband und darf bis 30 Minuten ohne Spotter fliegen. Den Link dazu setze ich euch in die Beschreibung. Dann habt ihr gleichzeitig eine Drohnenversicherung und seid beim Fliegen mit der Avata 2 ein klein wenig sicherer und könnt auch ein bisschen mehr machen. Wie ihr hier zu Anfang schon seht, ist sie relativ robust. Ich bin gleich am Anfang beim Durchfliegen gleich mal an zwei, drei kleinen Sachen hängen geblieben. Das hat die Avata 2 aber wirklich gut weggesteckt. Am Anfang traut man sich nicht so ganz wirklich irgendwo durchzufliegen, aber die Sicherheit kam dann doch recht schnell und nach den ersten kleineren Versuchen wurde ich dann auch schon etwas mutiger. Aber es kam, wie es ja kommen musste. Naja, der erste kleine Crash. Die Avata 2 hat es aber nicht ohne irgendwelche Beschädigungen gestanden. Den Turtle-Mode konnte ich hier leider nicht nutzen, weil die Avata etwas schräg aufgekommen ist und dann konnte sie sich eben nicht mehr alleine auf den Rücken drehen. Ich bin hier auch schon mal mit meiner Mavic geflogen und habe versucht, hier irgendwo durchzutauchen. Aber da das Ding wirklich etwas größer ist und die seitlichen Sensoren alles eigentlich immer ausbremsen und ich nicht genau Mut hatte, die alle auszuschalten, war hier natürlich total viel drin. Der Avata 2 ist das wirklich super einfach. In der Brille könnt ihr ja sehen, wie einfach man das steuern kann, indem man einfach den Kreis in die richtige Richtung drückt. Geflogen bin ich alles mit dem Motion Controller. Da ich absoluter Neuling bin, wird das wohl meine erste Zeit bleiben, dass ich mit dem Controller fliege, bevor ich mich hoffentlich irgendwann noch traue, den Motion Controller zu bestellen und in den Modus zu fliegen. Da fällt mir ein, kann ich mit dem neuen Controller 3, also mit diesem manuellen Modus, auch in irgendeinem Simulator das richtig üben? Ihr könnt mir ein paar Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Ja, und gleich mal ein Dank an alle, die so fleißig in den Kommentaren ihre Meinung, ihre Tipps und Tricks hinterlassen. Ich bin wirklich dankbar für jedes offene Wort, für jedes Lob, für jede Kritik. Ich will ja auch immer nur besser werden. Das Fliegen mit dem Motion Controller ist wirklich super einfach und geht einwandfrei. Was ich allerdings festgestellt habe, ist vermutlich auch eine Anfängersache. Ich sollte dazu wirklich sitzen. Im Knien auf dem Boden oder im Stehen fällt es mir tatsächlich schwerer, das Ganze in aller Ruhe zu steuern. Gemütlich zu sitzen ist da immer noch das Einfachste. Zeit einfach schneller erkennt, wo man durchfliegen kann. Oder muss man vorher die genau die Strecke anlegen, vorher überlegen, durch nach Gas durchlaufen, also wenn wir reinfliegen, überall durchfliegen. Sensoren ziemlich sicher, wenn ihr mal irgendwo dagegen crasht.
Also wurde es langsam immer düster und es kam auch immer mehr Tropfen in die Luft, sodass ich eben seine Türen entschieden habe, abzubrechen, da ich keine Lust hatte, wirklich nass zu werden. Bitte hinterlasst mir in den Kommentaren, ob euch der Flug gefallen hat und hinterlasst weiter Tipps und Tricks. Hinterlasst mir auch ein Abo, ein Like, wenn es euch gefallen hat und schaut wieder rein, wenn ich was Neues für euch habe.